Hallo liebe Leute, willkommen bei Totgehört TV. Wir sind mal wieder, wie ihr sehen könnt, unterwegs in einer geheimen Mission. Nein, so geheim ist es gar nicht, denn wir sind heute in Hanau. Yeah. Wow. Ja, genau. Genauso schnell müssen wir uns jetzt auch auf den Weg machen ins Oak Barrel, denn da gibt es heute Live-Musik und zwar von Havamal. Havamal dürftet ihr noch kennen aus meinem Video aus Offenbach. Oh Gott, das will ich nicht Offenbach. Rottgau, da war dieser Pagan-Metal-Abend, wir haben auch Havamal gespielt, zu dem Zeitpunkt mit Stromgitarren. Und jetzt gibt es sie aber heute nur akustisch, ist ja auch ein kleiner Schuppen. Und das wird auch ganz interessant. Ich habe sie noch nicht akustisch gesehen, ich bin mal gespannt, was die Jungs und das Mädel abliefern ohne Stromgitarren. Und da treffen wir auch einen Andi, yeah, gute alte Ehren-Andi, den sehen wir dort auch. Also hier, bis gleich, ping Leute. So, da sind wir auch schon am Oak Barrel, wie ihr hier jetzt fast schon erkennen könnt. Wieder schön Hanau. Ja. Yeah. Ah. So, wieder zurück zum. So, denn ich bin jetzt nicht mehr alleine. Ich habe jetzt den Andi. Moin, das ist Andi. Yay. Na, wieder am Start. Na? Ihm habt ihr zu verdanken, dass wir heute hier sind. Was? Denn ja, du hast mich drauf gebracht. Ja. Wer spielt hier auf jeden Fall? Eine, ne? Ja. Eintritt? Weiß ich gar nicht, aber Akustik-Gig. Also hast du schon mal einen Akustik-Gig von Havamal gesehen? Nee, eben noch nicht. Deswegen bin ich gespannt. Auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie das. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Ja. Ich habe ein paar Videos gesehen, aber so eine Live-Situation, das ist ja nochmal anders. Ja. Jo, dann würde ich jetzt sagen, verlieren wir keine Zeit und gehen rein und melden uns dann wieder. Ciao! Na, Anni, wie war das? Es geht um 8 Uhr los. Keine Ahnung. Ja, wer hat uns hierher gelotst? Das ist die Deutsche Bahn dran schön. Das ist immer an Verspätung schön, egal wo. Ja, immer die Deutsche Bahn. Ab 16 Euro an, bis 2 Uhr. Anni, hier erstmal. Prost. Guten Abend. Ja. Na? Wie gefällt's dir? Ja, mega auf jeden Fall, ey. Richtig gut. Ja, richtig gut. Sogar eine Ziehharmonika am Start. Wie krass ist das? Naja, es ist ein Akkordeon. Akkordeon, Ziehharmonika ist ein bisschen was anderes. Ist das nicht das Gleiche? Überhaupt nicht. Ist das nicht das Gleiche? Der Ziehharmonika ist ohne dieses, ist einfach nur diese Quetschkommode ohne Knöpfe und Tasten. Oh. Bei dem Akkordeon ist ja noch diese Klaviatur dran. Das ist ja noch krasser. Also. Wer hat Sekt erfunden? Lord Sekt? Ich habe irgendeine Sekte. Quack, quack, quack. Heute singt für Sie das Niveau. Genau, richtig. Hier, Prost. Hier, mein Getränk ist hier. Prost. Ja, jetzt gerade Pause. Was soll ich sagen? Und? Geil. Ganz einfach. Papa, Mann, müsst ihr euch geben, wenn ihr auch Totmette. Ja, genau. Auch akustisch. Ja, auch akustisch. Auch akustisch, sehr, sehr geil. Top. Ja. Will einer von der Band auch noch mal sagen, hier für unseren Videobericht? Ja, hier. Totgehört. Haha. Metal-Leute. Ja, ich habe ja schon mal ein Video mit euch gemacht, da in, hier in Rottgau. Mit Greil, oder? In Rot. War's mit Greil? Ja, genau das. Ah. Genau. Ja, ich glaube, da waren hauptsächlich Bianca nicht im Bild.
Ja, genau. Und ja, da wollte ich mal fragen, wie kommt es jetzt eigentlich, dass ihr mal akustisch spielt? Ich kenne euch ja nur als Stromgitarrenband. Ja, ich weiß nicht, also wir hatten ein paar Lieder, so zum Beispiel Geistertanz von uns, habe ich zum Beispiel auf Akustik auch geschrieben. Ja. Und bietet sich ja eigentlich an, das auch mal auf Akustik so ein bisschen zu spielen. Da haben wir uns halt gedacht, ja, machen wir eigentlich mal so ein Akustik-Set, weil wir auch von manchen Leuten auch schon gefragt wurden, ob wir das auch vielleicht auf Akustik mal spielen können. Und hier im Oak Barrel? Jetzt schon. Ja, ich frage, ist das Jay, oder? Ich glaube schon, ja. Seid ihr auch öfter so hier, oder? Ja, ich bin schon ein paar Mal hier. Ja. Hier ist die Bierauswahl am besten. Und Whisky-Auswahl. Merz zur Witzau, dann seh ich rot und schlag mich tot. Witzau, ich bring dich auf mit meiner Not. Witzau, denn lass die Wut nicht übermannt. Witzau, lass es sein, sonst werd ich zur Witzau. Dann rot und schlag mich tot. Witzau, ich bring dich auf mit meiner Not. Witzau. Wer ist das jetzt von uns gewesen? Okay, dann war es das von uns. Ja, Zugabe! Eine Person mit Toni, spiel doch mal! Zugabe! Strand, Tor, Lauf! Also wir haben noch keinen ganz kleinen. Wir haben unser Lied schon gespielt, das heißt Wahnsinn, aber wir haben ein Lied, das es gar nicht gibt. Das ist so bescheuert. Das wollen wir gar nicht schreiben. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Das Lied ist spontan entstanden auf einer Autofahrt durch Offenbach. Oh nein! Wunderschön. Ja, genauso wie das Konzert, oder? 20.000 Klicks. Ja, auf jeden Fall. Haben wir mal so Band und dann wieder und akustisch auch. Also. Hast du dir gemerkt, wo sie als nächstes spielen? Was sie angekündigt haben? Am 21. Krieg ich eh mit. September. In Frankfurt. Hä? Am 21. September? Am 21. In Frankfurt. Ja, aber das ist doch noch. Im Ponyhof oder Elver? Festhalle. Sie hätten es verdient. Sie hätten es verdient. Jahrhunderte. Saufen, Junge, saufen. Saufen. Ficken kann jeder. Saufen musst du können. Also ich meine, so eine Fotze ficken, das kann ja jeder, ja. Bier saufen, das musst du können, ja. Also. Irgendwas. Ja, hier immer noch am Saufen. Die Live-Musik ist zu Ende, aber wir saufen weiter. Immer. Durch die Nacht mit Tod gehört. Ja, hier Copyright-Verletzung. Wir nennen das anders. Vlogs. Ja, hier, man trinkt einen Saufen. Kein Saufen. Nochmal eine Copyright-Verletzung. Keine Copyright-Verletzung, wenn der Bauminister immer wieder fordert, dass wir das tun sollen. Er hat sich mehrmals schon darauf aufgefordert, mehr Videos von uns beim Saufen. Aber mich da nicht.
Ja, nur du hast dazu. Würdest du diesen Laden empfehlen? Und wo sind wir nochmal? In Open Levels, im wunderschönen Hanau. Welthauptstadt. Oder auch nicht in Istanbul genannt. Ist das noch? Ist das so? Nein, das wusste ich gar nicht. Ja. Und, das ist echt eine geile Kneipe. Es gibt nicht mehr viele geile Kneipen in Hanau, es haben viele geile Kneipen gemacht, aber das hier ist eine der letzten Inseln der Vernunft, wo man gemütlich einen trinken kann und mit seinen guten Freunden, die Nachbarfreunden, die Nachbarn ein Küsschen. Und ich muss aber sagen, haben wir mal, haben einen tollen Job gemacht, super Mischung aus eigenen Songs, guten Covern und ja, eigentlich durch Mischung aus Akustik und Rock, das hat echt ja, perfekt für euch da. Ich meine, wir reden hier immer so auf dem Rock, auf jeden Fall ja. Richtig? Ja, ja, bei Growbone. Und jetzt ist ja auch schon bald St. Patrick's Day. Wir haben uns Samstagmorgen, ist St. Patrick's Day. Also naja, guter kurzen Reinsaufen. Auf den heiligen Patrick. Großen Mahlzeit. Auf Patrick. Ja, danke. Wo ist deine Kamerafrau? Also sind wir auch schon wieder daheim. Das war ein Abend. Andi ist nochmal weitergezogen mit Havermal und Co. Was essen? Ich muss sagen, ich bin nicht so der Typ, der so gerne so viel isst, nachdem er was trinken war. Hat mega viel Spaß gemacht. Es war auch nach dem Konzert noch ein schöner Abend. Lustige Party, durchmixte Musik im Oak Barrel, muss ich sagen. Aber coole Leute. Extrem coole Leute und ja, wie gesagt, das Set von Havermal fand ich an sich richtig witzig. War jetzt von richtig folkiger, mittelalterlicher Musik bis zu etwas leichteren Songs. Was nur auch so Black Messiah Cover. Jo, muss man jetzt nicht alles mögen? Also ich kann verstehen, dass vielleicht einige Leute sagen, das ist, aber insgesamt war das eine gute Mischung, hat deutlich viel Spaß gemacht. Die Band kann auf jeden Fall was, wenn ihr mal die Chance habt, schaut es euch an. Sie sind ja live relativ aktiv. Und ja, das passt ja auch. Also wie gesagt, morgen ist St. Patrick's Day. Ich glaube, das passt jetzt mal ganz gut zum Datum. Und also ich habe Samstag von morgen St. Patrick's Day. Ich weiß nicht, wenn ihr es guckt. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von folkigen Akustikabenden halten, wo jetzt die Gitarren, Stromgitarren nicht im Vordergrund stehen. Wollt ihr mehr von sowas sehen? Auch einfach mal so Kneipenzerstörung. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, drückt auf Like, wenn es euch nicht gefallen hat, drückt Dislike und wenn ihr eine Meinung dazu habt, kommentiert oder ansonsten zeigt es eurem Leprechaun. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche, egal wann ihr es guckt und ich bin raus, ich bin der Adrian, das ist tot gehört. Wir sehen uns. Ciao. Der Nordsee-Küste, an der deutschen Stadt, die Wasser.